Ja, Hallöchen, mein Lieben, und willkommen zu einem kleinen Mini-Ankündigungsvideo. Und zwar, ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel, je nachdem, wie ich es nennen werde. Und ich hoffe, man hört dieses Scheiß-Geklopfe nicht allzu sehr. Ja, das müsst ihr mal kurz ignorieren. Ich lege eh gleich Musikgrund runter und so ein Scheiß, aber ich höre das dann nicht mehr. Ja, ich hab gerade Urlaub, tatsächlicherweise. Wir haben es 10:15 und ein Nachbar über mir meint, er müsse um diese Uhrzeit irgendwelche Sachen klopfen. Ja, es ist eh außerhalb der Ruhezeit und bla, er darf, ja, aber mich nervt es schon wieder, dass ich eigentlich wollte ich jetzt heute früh ein bisschen was aufnehmen. Und ja, muss man halt jetzt leider auch nochmal mitleben. So. Also, worum geht's hier? Nach einer Minute Gelabere, geil. Zeit schon wieder verschwendet. Egal. Also, vielleicht ein paar, eigentlich keiner von euch, weil die mich momentan schauen, die kennen die alten Videos nicht mehr. Aber vielleicht noch ein oder andere, eventuell gegebenenfalls, vielleicht kennt noch das Epic Game Maker Together. Was wir damals gemacht haben. Zweimal, um genau zu sein. Das erste Mal 2011, glaube ich, oder 2000, nee, 11 war es, glaube ich. Mit einer ganz alten Truppe, die sich dann irgendwann aufgelöst hat. Wodurch dann, glaube ich, auch das zweite entstanden ist. Oder irgendwann hatte ich halt auch Bock, ein zweites zu machen. Mit der alten Truppe hat man halt ein paar. Oder am Anfang war es ja irgendwie Cloudly und Apfelsaft-LP und so. Und die sind alle gegangen. Dann ist der Chesra dazu gekommen, beziehungsweise erst Markus, dann Chesra, bis wir halt wirklich einfach nur noch irgendwann zu dritt waren oder so und keiner mehr Bock hatte. Ja, ein guter Einstieg in ein Video, 2 Minuten lang darüber zu labern, aber egal. Und der Punkt des Videos ist eigentlich, dass Epic Game Maker Together nochmal wiederkommt. Allerdings mit einer neuen Besetzung, teilweise neuen. Fast neuen Besetzung. 2 Leute sind dabei, die man schon von früher kennt, nämlich ich und Chesra. Der hat da wieder Bock drauf. Der wird das Ganze streamen. Und danach hinein wahrscheinlich bei mir hochladen. Aber die ersten Aufnahmen wird er wahrscheinlich ohne Stream machen, weil er noch nicht streamt momentan. Dann haben wir tatsächlicherweise noch mit dabei. Ja, muss ich mal kurz gucken, dass ich den Namen auch richtig ausspreche. Einmal Diskrepanz. Heißt er auf YouTube, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und nee, Diskrepanz ist, glaube ich, sein Discord-Name. Wo haben wir dich denn? Bin ich blöd? Ja, ich bin blöd, aber. Nochmal was einfach. Öffnen, Nachricht. Da unten ist er. Agelesli, Agelesli, ich habe keine Ahnung. Wenn man dich anders ausspricht, bitte mir sagen, ich habe keine Ahnung. Agelesli, glaube ich. Das ist ein Gamemaker-Let's Player. Beziehungsweise eigentlich ja so halb. Er macht auch sowas wie Castlevania momentan oder. Ja. Anderen Kram. Yu-Gi-Oh! Hat er mal wohl mal gemacht. Aber größtenteils macht er eben Game Maker-Spiele. Ja. Und der macht mit. Und tatsächlich dann noch Rike oder Rick. Ich weiß auch nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich denke mal Rike. Das ist ein relativ wohlgestellter der Game Maker-Szene. Der hat, glaube ich, damals im RPG Maker-Quartier einen Mod-Posten belegt oder sowas war das, glaube ich. Er hat das RPG Maker Archiv gegründet. Er ist der Chef quasi davon. Der will das Ganze streamen. Er macht da auch mit. Und dann haben wir noch eine komplett neue, die man noch gar nicht kennt. Einfach nur halt jemand vom LP-Forum ist, der sich gemeldet hat. Und zwar Teyashima. Ja. Das sind halt die Leute, die mitmachen. Und die macht übrigens auch das als LP. Also wir haben momentan 3 Leute, nee, 2 Leute, die LP machen. Und habe ich irgendwen vergessen? LP.
Stream, LP, Stream, LP, nee, wir haben drei Leute sogar, die LPs, die es als LP machen wollen. Ja, ganze über das Video, das ganze über, Alter, ich kann heute nicht reden, ey, was ist los mit mir? Also, wie wird das Ganze ablaufen? Ja, das läuft folgendermaßen ab. Wir haben jetzt gewotet gehabt, was wir für ein Spiel spielen wollen, und zwar unterwegs in Düsterburg als erstes. Das ist tatsächlich ein Spiel, das habe ich damals gespielt. Das kennt man ja so und so unterwegs in Düsterburg, wer sich im RPG Maker auskennt, der wird davon schon mal gehört haben. Hoffe ich zumindest mal. Das ist ein Spiel von 2003, glaube ich. Ich glaube, die Horizon kam 2003 raus. Und das habe ich aber nie LP't, weil ich einfach nie dazu gekommen bin. Weil es einfach auch nie groß auf meiner Liste stand. Ich wollte es irgendwann mal machen, aber halt nie wirklich auf meiner Liste. Ich habe ja so eine Liste, wo ich quasi der Reihe nach mir aufgeschrieben habe, was ich gerne LP'en wollen würde und das auch der Reihe nach mache. Aber da steht halt unterwegs in diesem Bock noch nicht drauf. Und jetzt nutze ich halt mal die Gelegenheit. Wir haben halt Gebote gehabt, es stand unter anderem unterwegs in Düsterburg, Welsabor, Hellgate 2 und die Greifen und die Spinnen zur Auswahl. Die meisten Stimmen hat halt unterwegs in Düsterburg bekommen und Welsabor als zweiter Platz. Die anderen Spiele gar keine Stimme. Ja, das läuft dann so von der Masse ab. Die erste in der Reihe bin ich, der aufnimmt. Wir wechseln uns beim Aufnehmen ab. Es ist kein wirkliches Together in dem Sinn, dass wir alle zusammensitzen und spielen, sondern wir einer nimmt auf, schneidet das dann, lädt auf ganz normal auf YouTube, macht ein ganz normales LP draus. Dann wird der Spielstand in Discord geteilt und der nächste in der Reihe macht dasselbe, denn auch auf und so weiter und so fort. Also man wechselt sich beim Spielen ab und teilt halt den Spielstand miteinander. Wie es halt damals schon lief. Der Großteil der Leute wird das wohl auf ihren eigenen Kanal machen. Ich werde aber die Videos in die Playlist mit reinpacken. Ich muss zusehen, dass die Leute auch wirklich die Sachen dann auf YouTube auch exportieren. Muss ich dann immer mit denen reden. Dass sie das machen, damit ich das in die Playlist reinpacken kann, dass ihr euch das trotzdem angucken könnt. Ich weiß, es werden wahrscheinlich trotzdem nicht viele gucken, weil ich weiß zum Beispiel, dass Kyodai, der wird das gar nicht gucken wollen, wenn er sich nicht dazu überwindet, weil der findet es total scheiße, der findet scheiße, andere Leute angucken zu müssen, die er nicht kennt. Das war sein Hauptargument. Ich finde es einfach cool, halt einfach dieses Konzept, dass du dich beim Spiel abwechselst, dann halt, wenn du auf einem der jetzt jemand, der das Spiel schon kennt, dann die Reaktion von den anderen auch gewisse Szenen zu sehen. Das wird halt geil. Ja. Deswegen, das finde ich halt unheimlich toll. Das Problem ist halt auch bei den letzten Maker Together gewesen, dass halt die Leute irgendwann einfach verschwunden sind. Ich hoffe, dass das bei dem jetzt nicht passieren wird, sondern dass das wirklich die ganze Zeit lang durchgängig laufen wird. Aber wir gucken mal, wie es laufen wird. Schauen wir mal. Ja. Das war's eigentlich auch schon. Ich nehme dann gleich meine erste Aufnahme auf. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.